Für diese Männer ist der fast gläserne Klang ihres fertigen Produktes wie Musik in ihren geschulten Ohren. Bastian Gilrath ist ihr Chef. Der 38-jährige Keramikingenieur kann erklären, was es mit dem sogenannten Klinken des Klinkers auf sich hat. Wenn er hoch und dicht gebrannt ist, dann ergibt es einen hohen Klang. Das heißt, er hat eine geringe Wasseraufnahme und er ist sehr druckfest in seiner Stabilität. Das ist eigentlich schon das... wenn man nicht auf alle Prüfgeräte, die man so hat, sich immer verlassen will, ist das schon ein Hauptmerkmal, wie man weiß, dass das eben eine hohe Qualität ist. Und die entsteht hier in Erkelenz durch Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Der 29-jährige Johann Rusu macht sie schon seit 6 Jahren. Hier beim Ausräumen des Ofens zum Beispiel gerade bei einer Lufttemperatur von 40 Grad, verursacht durch die Resthitze des Brennens. Sehr harte Arbeit, oder nicht? Ja, ist natürlich, klar. Ist immer früh anfangen, 5 Uhr, muss jeden Tag mit Hand, mit Arm, Muskel, Schwitze und so. Aber macht es auch Spaß? Ja, klar. Ja, ist immer, wenn kein Spaß ist, geht nicht Arbeit, muss Spaß. Mit den Kollegen, mit den Mitarbeitern, mit alles. Ein bisschen erinnert die Atmosphäre an eine Großbäckerei aus uralter Zeit. Und in der Tat stellen sie hier ja her, was landläufig auch Backstein genannt wird. In einem wahrhaft riesigen Ofen, hierzulande dem letzten seiner Art. Es ist ein sogenannter Ringofen, weil die insgesamt 16 gewölbekellerartigen Brennkammern unter diesem Dach wie in einem ovalen Ring um den Schornstein herum angeordnet sind. In jeder Brennkammer kann den Rohlingen aus Ton in unterschiedlicher Stärke eingeheizt werden, per Gasflamme von oben reingeblasen. Die Hitze von bis zu 1200 Grad wandert gewissermaßen von Kammer zu Kammer. Eine Runde dauert rund 2 Wochen. Dieser extrem lange Brennvorgang ist einer der Gründe für die hohe Qualität der Klinker aus dem Gilrathschen Ringofen. Das individuell unterschiedliche Aussehen der Ziegeloberfläche hängt unter anderem mit dem Aufschichten der noch ungebrannten Tonrohlinge per Hand zusammen. Ganz vielfältig setzen wir die Steine übereinander, dass wir sie schränken, dass wir sie legen, dass wir sie gerade übereinander setzen, einen Schürstein setzen, damit es zum einen Stabilität gibt, aber zum anderen, das ist unser Hauptaugenmerk, Optiken. Also wir wollen eine rustikale Optik bekommen, die, wie sie vor 150 Jahren auch schon produziert wurde, im Sanierungsbereich, aber auch im Neubaubereich sehr stark gefragt ist. Und das ist unser Daumenabdruck, den wir hier so herstellen. Und der kann nicht in einer automatischen Art und Weise so hergestellt werden. Nach dem Aufschichten zieht Brennmeister Rainer Gerhards die Lampe durch die meterdicke Ofendecke heraus und heizt später durch dasselbe Loch ein. Mit Gas für die Hitze und mit etwas Kohle für die individuelle Farbgestaltung der Ziegel. Der Ur-Erkelenzer ist seit 35 Jahren hier im Betrieb. Hier oben kann er sich kreativ ausleben. Die Farbgebung wird während des Brandprozesses gemacht und da haben wir verschiedene Rezepte, die wir schon ausprobiert haben, wie wir brennen und auch entsprechend entwickeln wir immer wieder neue Rezepte, um auf Kundenwünsche eingehen zu können und entsprechend, dass der Stein halt so wird, wie es der Kunde wünscht, hoffentlich. Doch für die Grundfarbe der Ziegel kommt es freilich auf die Tonerde an, aus der die Rohlinge gepresst und geschnitten werden. Viele Jahrzehnte lang kam der Rohstoff nur aus der Grube direkt nebenan. Die Erde dort enthält relativ viel Eisen, das beim Brennen zu der hier am Niederrhein typischen roten Ziegelfarbe führt. Inzwischen verarbeiten sie hier aber auch eisenärmeren Ton von woanders, um farblich vielfältiger sein zu können. Zu diesem besonderen Neubau in Mönchengladbach zum Beispiel hat Gilrath kürzlich die rund 60.000 grauen Ziegel geliefert. Vom Architekten genau nach den Wünschen der Bauherren bestellt. Inwiefern ist es denn ein Luxusprodukt? Wenn ich dieses Haus sehe, könnte man auf die Idee kommen. Ist es ein Luxusprodukt? Das erinnert mich an ganz alte Diskussionen, ob der goldene Eierlöffel der Luxus ist oder der Plastikeierlöffel der Luxus ist. Denn ich sage ja, wenn etwas Generationen überdauert, ist es eigentlich kein Luxus. Dann ist es den richtigen Preis zur richtigen Zeit bezahlt zu haben. Meiner Meinung nach. Fakt ist, individuell im Handwerk hergestellte, 2 Wochen lang gebrannte Ringofenziegel sind in der Regel teurer als welche aus einem automatisierten Industrietunnelofen.
Dennoch ist die Nachfrage riesig, bestätigt Markus Gilrath. Er ist Betriebswirt und der knapp 2 Jahre ältere Bruder von Ingenieur Bastian Gilrath. Zusammen haben die beiden das Familienunternehmen 2015 von ihrem Vater Heinz übernommen und produzieren heute rund 4,5 Millionen Klinker pro Jahr. Wir haben viele Projekte auch im Sanierungsbereich und dieser läuft eigentlich auch nach wie vor weiter. Und im Neubaubereich haben wir das Glück, dass wir natürlich teilweise auch Kunden haben, die sich auch jetzt noch das Bauen leisten können. Und ein dritter Punkt ist noch, dass wir unsere Klinker in alle Welt exportieren. Also wirklich in verschiedene Länder, von Schweiz nach Skandinavien, USA, Spanien. Und deswegen sind wir da ganz gut aufgestellt. Aber wir merken natürlich auch, dass der Neubau in Deutschland gerade erheblich zurückgeht. Und die Preise für Energie extrem gestiegen sind. Beim Gasverbrauch hat der alte Ringofen jedoch sogar wirtschaftliche Vorteile gegenüber den modernen Tunnelöfen der Konkurrenz. Er kann die Abwärme der abkühlenden Ziegel optimal zum Vortrocknen und Aufheizen der Rohlinge nutzen. Außerdem gewinnen die beiden Brüder auf ihren gewaltigen Dachflächen viel Energie aus der Sonne. Diese und viele andere Neuerungen konnten sie einführen, weil ihr heute 74-jähriger Vater sie seit langem einfach machen lässt. Wegen der schlechten Erfahrung mit seinem eigenen Vater, damals als Juniorchef in den 70er Jahren. Ich weiß, wie ich damals auf Gabelstapler umgestellt habe, da war so ein Riesenaufschrei mit meinem Vater. Da hat er wochenlang nicht mit mir gesprochen. Also das war schon immer ein Kampf. Sie wollten es besser machen? Ich wollte es anders machen, ja. Und das ist ihm offenbar gelungen. Denn das Familienunternehmen läuft heute besser denn je. 158 Jahre nach seiner Gründung und in der 5. Gilrath-Generation. Sowas lässt auch die jungen Mitarbeiter zuversichtlich in die Zukunft blicken. Von 22 anfangen, immer weiter. Langsam bis Rente. Okay. Wann die Firma gut läuft. Gut möglich, dass ihr das tut. Denn trotz aller Krisen spielen sie hier voller Motivation weiterhin täglich ihre ganz eigene Klinkermusik.